dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier in Potsdam zu unserem Medientag. Der Beckenschwimmer des Deutschen Schwimmverbandes machen wir ja traditionell schon vor einer großen Meisterschaft. In diesem Jahr sind wir mit dem Medientag ein bisschen näher an die Wettkämpfe herangerückt, da sich unsere Mannschaft gerade hier in Potsdam den letzten Schliff holt, bevor es dann am Montag im Velodrom losgeht. Velodrom ist heute auch in Berlin übrigens fürs Training eröffnet worden. Die ersten Aktiven trainieren dort schon in dem Wettkampfbecken und unsere Mannschaft wird morgen Nachmittag dann nachrücken entsprechend. Wie gesagt, waren jetzt ein paar Tage hier in Potsdam, zuvor auf Sardinien, zum letzten längeren Trainingsmaßnahme auch alle zusammen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass unsere Aktiven sich, die Mannschaft hier, die Medien mal ein bisschen auf Stand bringen, wie es denn so aussieht, wie die Vorbereitung gelaufen ist und was die Ziele für die Europameisterschaften sind. Und danach sind Sie dann dran mit Ihren Fragen, wobei ich gerade gehört habe, von den weißen T-Shirts, dann bitte weniger Fragen. Dorothea Brandt, ganz außen links, soll aber nichts heißen. Dann würde ich sagen, fangen wir bei dir mal an. Wie ist die Vorbereitung gelaufen? Bis jetzt sehr gut. Wir waren ja, wie gerade ja schon gesagt worden ist, bis letzten Sonntag auf Sardinien im Trainingslager, mit ein, zwei Tagen Ausnahme und super Wetter. Und in einer der Tage, der war so regnerisch, dass unsere Trainer am Beckenrand nicht weniger nass geworden sind als wir, war mal eine nette Perspektivverschiebung. Aber so im Großen und Ganzen, was ich von der DM über den ÖPW hinweg ist, ich nehme die Entschuldigung an. Entschuldigung, guten Tag. Sorry. Jetzt fangen wir nochmal an. Ja, Jungs. Ja. Kurze Unterbrechung hier. Das ist alles unter Kontrolle, ja? Ja, ich habe das unter Kontrolle, ja. Und so war halt die Vorbereitung, ne? Ich hab doch Pech gehabt. Ja, genau, wollte ich das sagen. Nein, okay. Aber kurz stützen. Wie gesagt, war von der DM über den IPG war es soweit alles entspannt. Wir hatten gesagt, ich war Wettkampf zwischendurch. Ich bin da auch gesundheitlich sehr gut durchgekommen. Hatte so 2, 3, 4 Tage natürlich kaum Probleme, aber nicht so sehr, dass ich jetzt aus dem Wasser rausgehen musste. Und dann die Bereiche, in denen ich gearbeitet habe, das heißt die hohen Geschwindigkeiten, der Kraftbereich, das war alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, da war eine Steigerung da. Das heißt, dann ist die Formzuspitzung auf die nächste Woche, die jetzt so wie sie sein soll, die läuft auf Samstag und Sonntag zu mit den 50 Pausen, 50 Brust und ja, dementsprechend gut geht es mir auch. Dann danke erstmal Doro und Franziska. Ja, also ich bin seit den deutschen Mannschaften auch gesundheitlich sehr gut durchgekommen, konnte sehr gut trainieren. Wir haben die Umfänge nochmal für meine Zeit ist das extrem hochgefahren. Im Höhentrainingslager war ich 2 Wochen vor dem ÖPW. Und der ÖPW war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber da ich im Vorfeld schon sehr gut geschwommen bin und auch sehr, sehr nah an meine Bestzeit dran, gehe ich davon aus, dass ich nächste Woche Bestzeit schwimmen werde und vielleicht sogar in Deutschland sofort angreifen kann. Und ja, ich werde Montag mit den 400 Laden starten als Einstieg und habe dann Samstag, Sonntag die 200 Schritte dahin. Ja. Danke erstmal Franziska. Steffen, bitte. So, ich warte, bis die Mikros umgebaut ja, sind. Achso, dann schieben wir erstmal weiter. Ja. Ja, hallo auch von mir. Ich war auch auf Sardinien, Überraschung. Und bei mir läuft es gut. Ich bin ja Anfang der Saison wirklich viele gute Wettkämpfe geschwommen und hatte nach den Deutschen bei den Wettkämpfen nicht mehr ganz so schnelle Zeiten hingekriegt, weil ich ein bisschen kaputt war. Und das war so das Einzige, was seit den Deutschen so vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist. Aber wir haben dagegen gesteuert und ich fühle mich gut. Ich habe auch wahnsinnig Lust auf die Heim-EM. Voller Halle, was dazu zum Glück schon bestätigt ist, oder die Dinge, die Halle ist ausverkauft zu vielen Nachmittagsabschnitten, das ist zumindest mein Stand. Und ja, ich hoffe, dass wir nächste Woche tolle Wettkämpfe da haben und ich freue mich auf jeden Fall auf meine Starts. Montag 50 Schmett geht es bei mir schon los, 400 Lagen Mix, dann Dienstag, Freitag 100 Schmett, Samstag 100 Schmett Finale und am Sonntag dann abschließend 400 Lagen der Männer. Ja.
Wir überspringen jetzt mal die Mitte, wir überspringen mal den Lutz Buschke und Henning Lambers und gehen weiter zu Paul. Oh, Henning schüttelt den Kopf. Ne? Und gehen jetzt hier nochmal wieder. Und gehen. Achso, die Mikros einmal umstellen, ja. Ja, Paul geht nicht. Zu mir ganz kurz, meine Vorbereitung lief nicht ganz wie erhofft. Ich war leider vor dem Trainingslager Sardinien 2,5 Wochen krank. Bin auch mit dem letzten Tag Krankheit dort angereist, konnte dann dort wieder einen guten Aufbau machen, wurde sehr gut betreut, habe mich jeden Tag besser im Wasser gefühlt und muss jetzt einfach schauen, was ich noch im Tank habe, was ich noch abrufen kann. Für mich ist derzeit der Stand, dass ich alle Strecken schwimme. Das lassen wir uns aber noch so lange bis Sonntag offen und dann wird jeden Tag neu entschieden. Ich freue mich natürlich auch sehr auf diese Heim-EM, freue mich sehr, dass schon viele Finalabschnitte ausverkauft sind. Jetzt hofft man natürlich so ein bisschen auf die Vorläufe, dass dort auch der ein oder andere vorbeischaut und dann denke ich, wird das eine runde Sache und bin auch froh, wenn es am Montag endlich losgeht und wir ins Wasser springen können. Henrik, bitte. Gut, ich schiebe das mal eben rüber. Komm, ich baue das hier. Also, wir das hin hier. Ja, so viel anderes als die ersten drei habe ich auch nicht zu erzählen. Ich war auch mit auf Sardinien, habe da gut trainiert, konnte mich gut vorbereiten. Jetzt die letzten Tage hier in Potsdam laufen bisher auch ganz gut. Und ich freue mich, wenn es Montag dann endlich losgeht und ich zeigen kann, welche Form ich wirklich habe. Du warst ja jetzt gestern auch schon an der Strecke beim Freiwasserschwimmen. Dein erster Eindruck von den Wettkämpfen der EM. Oh, ein Gast noch. Ja. Setz dich doch, Robs. Setz dich doch. Ist doch noch Platz da. Genau. Dein erster Eindruck gestern, du warst vor Ort von den Wettkämpfen, wie war die Stimmung? Für mich natürlich super. Easy hat gestern Gold gewonnen. Rundherum habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel mitgekriegt. Ich war beschäftigt mit mir selber und mit Easy und das Ganze zu verfolgen. Aber gerade dann im Ziel oder bei der Siegerehrung war schon schön. Also haben sich, denke ich, alle gefreut, die erste Goldmedaille zu bejubeln. Danke auch erstmal Henrik und wir gehen weiter zu Henning. Wie gesagt, alle bisher eine wunderbare Vorbereitung gehabt. Bei dir hat es ein bisschen gehakt in der Vorbereitung. Was? Nein, erzähl mal insgesamt, wie ist die Vorbereitung, die Planung gelaufen? Wie sieht es insgesamt in der Mannschaft aus? Ja, insgesamt glaube ich auch sehr, sehr gut. Also was mir vor allen Dingen immer wichtig ist, dass die Stimmung im Team richtig gut ist. Das ist im Moment der Fall. Keiner krank, keiner verletzt. Keiner irgendwo aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich so in der guten Stimmung. Das hört man auch hier bei den Fünfen, dass die Heim-EM nicht kommen sollte, sondern alle sind wirklich heiß auf die letzten Tage, auf die letzten Meter, die wir jetzt gehen. Und freut mich dann als Cheftrainer immer ganz besonders, dass man irgendwo das Gefühl hat, das Team fiebert auch darauf hin. Und es ist eher, was ich auch schon mal sagte, eine absolute freudige Erwartung anstelle von irgendeiner vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Und das zeigt eigentlich, dass alle wissen, dass sie ganz gut drauf sind und dass man dann schauen muss, was letztendlich ins Wasser gezaubert wird. Die Meldelisten haben wir jetzt gerade gestern Nacht bekommen. Da sind keine Überraschungen drin. Da liegen wir, wie erwartet, gut platziert in vielen Distanzen. Dadurch, dass wir das ein bisschen härter angefasst haben mit dem Überprüfungswettkampf, haben wir jetzt wirklich Situationen geschaffen, wo die meisten von unseren Eintragungen unter den ersten 8 bis 12 sind, sodass wir da mit ein bisschen Glück und noch ein bisschen zusätzlichem Schub, den wir für eine Heim-EM brauchen, gute Chancen haben, in die Finals zu kommen. Und das ist erstmal das, was wir erreichen wollen. Was steht jetzt noch die letzten Tage an, bis es am Montag losgeht? Also morgen Vormittag, also wenn wir heute hier fertig sind mit der PK, machen wir ja drüben noch ein offenes Training. Das ist dann auch nochmal, das ist aber jetzt zufällig extra inszeniert, mit Staffelwechseltraining begleitet. Das heißt, wir werden alle 4 Staffeln, die wir haben, auch nochmal durchwechseln lassen. Das ist so hier dann der Abschluss. Morgen Vormittag fahren wir dann mit dem Bus nach dem Training 11.30 Uhr rüber nach Berlin. In Berlin wird dann ganz entspannt Mittag gegessen, ein bisschen ausgeruht auf den Zimmern und dann werden wir so gemeinschaftlich irgendwann am Nachmittag rübergehen ins Velodrom, werden uns vor allen Dingen dann mal ein bisschen Zeit nehmen, die Wege kennenzulernen, die ja nicht so kurz sind, das kennen und wissen aber alle.
werden schauen, wo ist unser Mannschaftsraum in der SSE, wo ist das Ausschwimmbecken, wo ist das Wettkampfbecken, wo sind die Callrooms und so weiter. Dann wird es sicherlich ein freies Training im Wettkampfbecken geben. Darauf sind, glaube ich, jetzt auch alle heiß, dass sie wirklich da mal reinspringen können. Ja, und dann ist es im Prinzip nur noch am Sonntag nochmal ein ähnlicher Ablauf wie am heutigen Freitag, dass wir dann unter realen Wettkampfbedingungen nochmal ein, zwei Staffelwechsel machen. Das haben die Staffeltrainer aber alles, da wird jetzt nicht gemeinschaftlich was gemacht, das machen die untereinander. Da sind dann auch wirklich alle da, die wir zu den Staffeln brauchen. Und dann soll es am Montag losgehen. Dann danke erstmal Henning. Lutz, du bist auch die ganze Zeit schon drüben dabei. Dein erster Eindruck von den Europameisterschaften, Rückblick und natürlich auch Ausblick, was nächste Woche noch kommt. Gut, die Open Water Schwimmer haben also mit ihren ersten Ergebnissen bis jetzt eine sehr gute Bilanz eingebracht. Mit dem gestrigen Europameistertitel von Easy war natürlich die Stimmung sehr gut. In zwei Starts von Thomas, zwei Medaillen. Dann auch noch das sehr positive Ergebnis von Rob Muffels als junger Sportler auch im Perspektivteam. Unsere jungen Sportlerinnen, die an den Start gegangen sind, haben mit Platzierung unter den Top 10 plus minus ein bisschen, also auch ihre Leistung dort abgerufen. Unsere Synchronschwimmerinnen haben auch sehr gute Ergebnisse für ihren Bereich erzielt, sodass man also insgesamt für die erste Woche bis jetzt also ein sehr gutes Fazit für den Deutschen Schwimmverband ziehen kann. Und wir freuen uns natürlich alle, wenn unsere Schwimmer jetzt also auch mit in den Reigen eingreifen, wie die Wasserspringer am Montag, da geht's los. Und von der Seite glaube ich, dass die Open Water Schwimmer und Synchronis einen guten Staffelstab also den anderen beiden Sportarten übergeben werden. Insgesamt muss man sagen, dass also alle Wettkampfbereiche, den wir im SSE, also sehr gut aussehen, im internationalen Standard. Das temporäre Becken macht einen sehr schönen Eindruck. Also von der Warte, glaube ich, ist das gut und wir haben in Grünau auch ein sehr schönes Wetter. Ihr habt sehr gute Wettkampfverhältnisse, fast zu ideal vielleicht, ja, für den einen oder anderen, der vielleicht auch mal eine Welle liefer gehabt hätte. Aber insgesamt würde ich sagen, also ein gutes Halbzeitfazit. Dann danke auch erstmal Lutz. So, dann können jetzt Ihre Fragen an die fünf Athleten und natürlich an Henning und Lutz hier vorne kommen. Wie gesagt, im Anschluss sind auch noch Einzelgespräche möglich. Ich bitte aber jetzt die, die vorher schon Termine mit den einzelnen Athleten hatten und schon längere Gespräche geführt haben, dass da dann auch dann die anderen mal zwischendurch dann zu Wort kommen. Das heißt, dass die vielleicht nicht unbedingt nochmal ein größeres Einzelgespräch suchen. Fernsehen, Radio natürlich gleich auch für Extratöne. Und um 5 Uhr ist dann noch ein offenes Training, was für eine Stunde auch begleitet werden kann, bevor dann um 6 Uhr letztendlich nachher dann wieder die Pforten schließen. Aber erstmal eure Fragen bitte. Sabrina. Ja, an dich, Henning, vielleicht. Es war ja jetzt in den letzten Jahren auch das Thema eben mit der Leistungssteigerung bzw. das Vormhalten von der WM zum Saisonhöhepunkt. Du hast die Schwimmer jetzt näher an dich angeholt, du hast den Übungswettkampf gemacht und gemeinsame Vorbereitung. Was macht dich zuversichtlich, dass das irgendwie jetzt, dass die Top-Leistungen jetzt nächste Woche abgerufen werden? Ja. Wir reagieren natürlich auch immer auf das, was wir aus den Vorjahren, Vormonaten lernen und mitnehmen. Und wir haben im letzten Jahr so ein bisschen gelernt, dass es für viele nicht so optimal war, dass wir erst eine relativ kurze Anreise hatten. Das heißt, dass wir relativ kurz vor Beginn der Weltmeisterschaften uns als Team gefunden haben. Da war der Wunsch, dass man das früher tut, dass man mehr zusammenkommt, dass man mehr zusammen trainiert. Um auch den Schwung so ein bisschen mit allen mitzunehmen, die das gleiche Ziel haben. Das haben wir umgesetzt mit der Trainingsmaßnahme auf Sardinien und hier in Potsdam. Die Stimmung im Team, wie eben schon erwähnt, gibt mir da erstmal recht, dass das ein sehr, sehr guter Weg war, oder gibt uns recht, dass das ein sehr, sehr guter Weg war, dass dieser Weg eingeschlagen worden ist. Es kam nicht zu irgendeinem Lagerkoller oder zu irgendeinem Überreiz, sondern es ist grundsätzlich so, dass viele ihre Trainingspartner gefunden haben, also ob das jetzt der Paul war, der mit dem Florian Vogel öfter mal zusammen trainiert hat, oder ob das der Steffen Deibler war, der dann sich auch mal Damian Wierling aus dem Job-Team geschnappt hat und mit dem mal einen Sprint gemacht hat. Also das hat mir erstmal sehr, sehr gut gefallen, dass das so ein offener Austausch war. Und letztlich haben wir mit dem Überprüfungswettkampf, den du auch angesprochen hast, eine Situation geschaffen, dass ich der Meinung bin, alle sind jetzt in der Spur und alle haben ihre Leistung nochmal definiert, nochmal gezeigt. Es war nie gewünscht, dass die da schon in absoluter Topform auflaufen, das musste nicht sein. Aber eben gewünscht zu sehen, okay, ihr habt den normalen Korridor von dem, wie es bisher aussehen sollte, nicht verlassen. Und das haben von 30, 27 nicht getan, was mich sehr freut. Und dementsprechend ist das Team hier und mit der Johanna Friedrich, die es auf Sardinien dann noch nachgelegt hat, auf 28 angewachsen. Und im Moment habe ich auch wirklich das Gefühl, dass die 28 alle in einer guten Verfassung sind.
Marc. Aus Sardinien oder vielleicht vorher auch irgendwelche teambildenden Maßnahmen, die es, wo du ja 2013 auch schon angefangen hast, mit den T-Shirts und sowas, hast du, da habt ihr euch da dieses Jahr was besonders überlegt? Oder? Wir haben es in diesem Jahr auch wieder Lerneffekt vom letzten Jahr gar nicht übertrieben mit diesen Maßnahmen. Letztes Jahr war es vielleicht ein bisschen viel, dass wir gesagt haben, wir wollen es besonders gut machen, wir sollen so einen neuen Schwung mitnehmen. Ja, unheimlich viel von außen machen, damit das Team halt so ein bisschen getragen wird. In diesem Jahr war die Philosophie so ein bisschen mehr, dass das Team von innen kommen soll. Und das hat, glaube ich, bisher sehr gut funktioniert. Wir haben gar nicht besonders viele Maßnahmen gemacht im Sinne von gemeinschaftlichen teambildenden Maßnahmen, sondern das Team hat sich gefunden. Wir haben ein, zwei Mal am Tag zum Beispiel einen Huddle gemacht, wie man das so neudeutsch nennt. Das heißt, unser Athletiktrainer ist zusammengekommen, hat die Leute zusammengeholt und hat dann ein Motto abgerufen, das die dann eben laut zusammen rufen mussten. Aber wirklich kleine Eckpunkte gesetzt. Ansonsten hat sich das Team, so wie wir uns das gewünscht haben, gut gefunden. Es gab auf Sardinien so ein, zwei Zimmer, die dann aufgrund ihres Standorts und ihrer Lage sehr begehrt waren, wurden Oval Office genannt und da traf sich das Team abends zu konstruktiven Gesprächen und anderen Dingen, sodass das also gar nicht nötig war, dass wir von außen eingreifen mussten. Aber da kann wahrscheinlich der Paul mehr zu sagen, der war öfter im Oval Office, als ich das war, oder Hendrik. Konstruktive Gespräche und schönes Beisammensein. Wir geben das dann. Marc, bitte. Ja, sonst müsst ihr bei jedem Einzelnen kommen. Jetzt sagt man immer Heimvorteil, Heim-WM. Wie ist das mit dem Passwort haben? Denkt ihr, ihr Samstags erstmal da trainieren? Ist das vielleicht noch der Heimvorteil, den man im SSE mit dem schnellen, tiefen Becken auch gehabt hätte, dass man das Jahrzehnten kennt? Oder muss man sich auch da so ein bisschen reinfinden, um wie alle anderen auch das Gefühl für das Becken zu kriegen? Also Schwimmer werden sicherlich auch das Gefühl für das Becken sich schnell erarbeiten. Der Heimvorteil geht aus meiner Sicht in die Richtung, dass wir erstmal viel heimisches Publikum dabei haben. Die Sportler haben die Möglichkeiten, viele ihrer Freunde näher an sich heranzubringen, die also in vielen Monaten also mal nicht so viel mit ihnen zusammen waren, ihnen da viel näher die Daumen drücken können. Ich glaube, dass es kein Druck ist, wenn sie mehr Freunde haben, die da mal die Daumen drücken, sondern da eine gute Motivation ist. Wir können unsere Sportart in Deutschland da präsentieren. Wir haben kurze Wege, haben mit dem Andelshotel, also wir fallen eigentlich förmlich fast ins Becken hinein. Von der Warte gibt es also wirklich ein paar gute Dinge. Wir haben keinen Reisestress, wir haben von der Warte viele infrastrukturelle Vorteile und die nutzen wir. Wir haben an der Stelle die Möglichkeit, den einen oder anderen Trainingswissenschaftler, Physiotherapeuten, Arzt noch mit dran zu haben. Und wenn Probleme sind, ist das also an der Stelle das Geflecht an Betreuer, ein Team einfach ein bisschen größer. Und das ist der Heimvorteil, den wir uns einfach wünschen. Dann spekulieren wir natürlich auch noch ein bisschen darauf, dass wir die Atmosphäre von Berlin 2002 noch mit in die Hallen bekommen. Und dann haben wir, glaube ich, wenn die sportlichen Leistungen und der Teamspirit, den wir jetzt bis jetzt haben, dort weiter greift, also glaube ich, eine sehr schöne Europameisterschaft in allen Bereichen. Weitere Fragen von euch? Marc, ja. Ist das Stichwort Strömung, Becken bei euch ein Thema? Ein Schwimmer ist bisher gefragt. Wen hättest du gern? Also jeder, der was sagen will.